Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und wow, diese tolle Musik und dieser tolle Ausblick lässt uns doch hoffen, dass wir jede Menge Spaß hier noch haben werden und noch jede Menge zu tun haben. Mir fällt gerade auf, da sind vorne noch relativ viele Sachen, die wir noch erledigen müssen, wie zum Beispiel hier zumachen, da hinten müssen wir noch zumachen. Ja, aber wir haben aufgehört. Ich kann mich entsinnen, dass wir, glaube ich, hier hinten, genau. Hier haben wir nämlich aufgehört gehabt. Wir werden nämlich hier weiterbauen. So. Ja, ihr merkt's, ich bin immer noch ein wenig kränklich. Ich muss erstmal die Steuerung nochmal reinkriegen. Ich bin ein wenig kränklich. Jetzt könnt ihr natürlich auch, wisst ihr wahrscheinlich auch schon mal, wann ich diese Folge aufnehme, wenn ich sage, ich bin kränklich. Denn es gab ja mal ein paar Vlogs von mir, wenn diese Folge rauskommt. Ein paar sind da gewesen. Dann wisst ihr, glaube ich, schon, welche ich meine, wo ich krank war. Worum es auch um meinen Twitch-Account ging. Weil der war ja... Der war gesperrt. Und, ja, ich verstehe sowas gar nicht, weil woher soll ich denn als... Es ging ja darum, ich hatte am Wochenende zuvor... Hatte ich, am Samstag hatte ich Playroom gestreamt, ja, auf Twitch. So, dabei war mir aber gar nicht bewusst, dass Twitch halt die Gaming-Plattform schlecht ever ist für Streamen, also für Game-Stream. Und die gesagt haben, nee, Playroom akzeptieren wir nicht als Spiel, das ist kein spielerischer Inhalt. Deswegen wurdest du gebannt. Also wurde ich aus dem Grund gebannt, weil ich halt keinen spielerischen Content geliefert hatte im Stream. Und so an mir dann quasi der Channel gebannt worden ist. Ja, gut, das ob man das jetzt vorher weiß, kann ich nicht zu sagen. Ich muss aber sagen, dass mir das nicht sehr gefallen hat. Mir hat es ein bisschen gestunken. Gut, ich habe mich aber sehr gut geeinigt mit denen. Die haben auch meinen Channel wieder freigeschaltet. Somit steht auch der Let's Play Live Show erstmal nichts mehr im Wege. Huch. Ich muss trotzdem nochmal jetzt hier mit der Steuerung reinkommen, also... Was ist das denn? Mach das weg. Hallo? Nein. So. Genau, und ja, ich bin natürlich sehr, sehr begeistert davon, dass ihr auch so zahlreich meine Vlogs seht. Also, manchmal haben die Vlogs sogar mehr wie meine Let's Play-Videos. Finde ich toll. ja, ein Halloween-Teaser habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon gesehen. Mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wann dieses Video rauskommt. Wann ich dieses veröffentlichen werde. Denn es kommt ja ein neues Let's Play auf dem Channel. Und wenn ihr diesen neuen Teaser gesehen habt, diesen Halloween-Teaser, dann wisst ihr, glaube ich, schon, worum es geht. Ich hatte ja mal irgendwann mal gesagt gehabt, dass ich ein Horrorspiel oder vielleicht sogar zwei oder drei, je nachdem, wie gut es ankommt, möchte ich doch mal alleine vor der Konsole verbringen. Und dabei eine Facecam eingeschaltet haben und quasi dann mich dabei aufnehmen. Jetzt werden natürlich einige spekulieren, einige fragen, welches Horror-Game denn, was kommt denn? Wie gesagt, schaut euch einfach den Teaser an, diesen Halloween-Teaser, und dann wisst ihr, denke ich mal, schon Bescheid, was für ein Horrorspiel ich meine. Und falls euch das gefällt, wie gesagt, dann schreibt es einfach in die Kommentare unter dem Let's Play dann, unter den jeweiligen. Und dann werden wir sehen, oder werde ich sehen, ob ich da nochmal ein weiteres Horror-Let's Play... Huch, jetzt habe ich auch noch einen Stein weggeschmissen. Gibt's denn sowas? Ob ich da noch ein weiteres Horror-Let's Play mache oder nicht. Das wird sich dann zeigen, ob ihr da reges Interesse habt. So, ich glaube, das ist viel zu hoch, was ich hier baue, oder? Nee, das war schon sogar schon richtig. Guck mal einer an. Zu, ja, ist genau richtig. Genau richtig. Ich bin genau richtig. Genau. So. Ja, zum Krankheitsbild brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Wie gesagt, eine leichte Grippe. Ja, ihr hört es auch, ich rede sehr, sehr viel durch die Nase. Das war aber auch... Man muss jetzt mal überlegen, wer von euch meinen Channel häufiger verfolgt, der wird auch... der wird auch sehen... Oder merken, dass ich schon mal krank gewesen bin bei einem Let's Play. Und viele werden jetzt wahrscheinlich schon drunter schreiben, ja, ich weiß welches. Und zwar war das damals bei Pixel Junk.
Da habe ich auch ein Let's Play durchgezogen, obwohl ich krank gewesen bin und ich hatte da einfach Bock drauf und soll ich jetzt hier rumgammeln auf der Couch? Ich kann jetzt so auch so rumgammeln auf der Couch und kann dabei ja auch ein Let's Play aufnehmen, wenn das nicht zu extrem ist mit der durch die Nase atmen und sowas alles. Also, das muss ja nicht unbedingt ausarten. So, mein Gott, Wahnsinn, und wir müssen noch den Boden, müssen wir auch noch machen überall. Unglaublich. Unglaublich. So, wir werden auf jeden Fall, werden wir hier, glaube ich, einen Durchbruch machen. Ja, hier kommt auf jeden Fall, kommt hier so eine Art Bogen hin. Den können wir eigentlich schon mal bauen. Dann haben wir den nämlich fertig. Ich glaube, ich werde diesen Bogen auch so bauen wie diesen Bogen da hinten. Wie den von den Großen da drüben, dass wir da einfach so, ja, so einen größeren Toreingang machen werden. Ich werde mal ein wenig mir so ein Muster hier bauen, also jetzt nicht wundern, ja. Damit ich so ungefähr weiß, huch, wo ich da landen werde. So. Nein, das war falsch. So, 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 so. So, na, so, so. Das kommt alles, das wird alles noch anders, also jetzt nicht wundern. Es wird alles noch ein bisschen anders. Ich werde da nämlich mir was überlegen. Überlegen. Kleinen Moment bitte. So, jetzt musste ich ein wenig husten und ich wollte das nicht in der Aufnahme tätigen, weil das wäre nicht schön. Nicht schahön, nicht schahön. So, genau, so, so. So, so. Jetzt muss ich mal eben kurz schauen. Das ist so, das ist... Es kommt hier noch einer hin. Genau. Wunderbar. Es ist immer schon gut, dass man sich huch, jetzt ist auch noch meine Uhr ausgegangen. Oder beziehungsweise, mein Handy ist ja meine Uhr. Wissen ja einige von euch. Ich habe ganz vergessen, die... ja, dass es sich nicht ausschaltet oder beziehungsweise, dass es nicht verdunkelt, das Bild, den Bildschirm. Ah, so, schon viel, viel besser. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir waren... ich glaube, hier war jetzt richtig... Nee, Fall... So, so, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist korrekt so, wie wir es wollen, haben möchten. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ja, genau. Sehr schön, wunderbar, wunderbar. Da kommt auch noch einer hin. Und da kommt auch noch einer hin. So, und jetzt werde ich das Ganze... Soll ja quasi... Quasi... Quasi, das Wort hatten wir schon mal. Eigentlich ist es ja gar kein Wort. Damals mein Berufsschullehrer hat mir das mal gesagt. Angeblich gibt es dieses Wort gar nicht quasi. Naja, ist ja auch Wurst. Und zwar werde ich jetzt... Ich würde doch gerne nochmal diese Glowstones hier benutzen. Wow, das sieht aber auch so geil aus dann. Das wird so cool. Na, so, so, so und so. Und so, und so, und so. Nee, das ist falsch. Ja. Natürlich, du Schwein, du Schwein, geh doch einfach weg. Mann, jetzt mach ich mal hier die Löcher hier rein. Mann, gibt's denn sowas? Du blödes Schwein, du. Du blödes Schwein. Guck mal, du angestellt hast. Hau bloß ab. So. Ja, die Musik ist immer noch total geil und faszinierend, finde ich. Das ist unglaublich. Obwohl die eigentlich... Ja, ich habe von vielen gehört, die soll ja besser sein wie auf der PlayStation 3. Denn da war sie ja wohl sehr, sehr nervtötend. Nee, das ist falsch. Das ist auch falsch. Ich glaube, so sollte das sein, ne? Ja, ich glaube ja.
Und wie gesagt, schreibt mir einfach, ob euch das alles gefällt, ob euch das, ob das wirklich so gut aussieht. Oder ob euch das nicht, ob euch das nicht so gefällt, ob ihr das euch anders vorgestellt habt. So, warum die Musik immer an der einen Stelle immer so laut wird und auf einmal ist sie plötzlich weg, weiß ich auch nicht. Vielleicht soll es ja auch so sein. Keine Ahnung. Hier oben werde ich eine andere Reihe reinziehen. Denn... Ich bin erleuchtet! Denn, Entschuldigung. werde ich hier... Ich glaube... Den hier werde ich hier reinziehen, ja. Hallo? Genau. Genau so. Genau so. Ja, Frau Lehrerin, genau so. Genau so, genau so. Und hier oben kommt, glaube ich, noch ein Glowstone rein. Ja, genau. Genau, genau. Und dann werden wir, glaube ich, bunte Steine wären, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, hier kommt die blaue Reihe rein. Und, ja. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes dann machen, weil wir haben jetzt hier jetzt schon mal den rückwärtigen Eingang. Da werden wir dann wahrscheinlich, da werden wir, denke ich mal, werden wir hier den Eingang zum Garten wahrscheinlich machen. Denke ich mal, dass wir hier den Eingang zum Garten machen werden. Oder so. Ja. Boah, das ist aber auch riesig. Wir haben hier noch ein paar Mauern zu bauen. Das auf jeden Fall. Die werden aber, denke ich mal, wieder in dem klassischen Gestein, das hier, so werden. Mit ein paar Fensterchen oder sowas. Müssen wir mal gucken. Wir müssen ja auch noch Fenster bauen, auch noch. Das ist alles noch so viel Arbeit. Alles nur so viel... So viel Arbeit, das wollte ich doch gar nicht. Alles noch so viel Arbeit. 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 So. La 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 la. Huch. Wollen wir ein Fenster, was längstes mal machen? Ja, das könnte man, glaube ich, so machen. Ich glaube, ich werde aber hier... Ich glaube, so... So Blöcke mit Nischen machen, so glaube ich. Ja, ich denke schon. Ich denke, dass... Ja, ich glaube, ich werde das so lassen. Jojo. Hier vielleicht auch nochmal hin. So. Ja, ich denke schon. Und hier oben vielleicht einen rein. Ja, genau. Das sieht gut aus. Ja. Wunderbar. Hatten wir gesagt, wir wollten eigentlich komplett die Reihe dann mit den Glowstones machen, hier oben drauf, ja, ne? Ja, wollten wir machen, genau. Also, das können wir eigentlich schon mal ziehen, dann haben wir das nämlich schon mal fertig. Das ist wie eine richtige Baustelle von so einem Haus. Und diese Musik, oh mein Gott, atemberaubend. Ich vertue mich damit immer. Ich weiß nicht warum, aber ich vertue mich damit irgendwie immer. Ich habe da... gut, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt schon länger nicht mehr Minecraft gespielt. Bin jetzt schon länger aus dem Thema raus. Und, Und von so an dürft ihr mir das, wie gesagt, jetzt nicht übel nehmen, wenn ich da mal nicht genau alles treffe. Aber ich hoffe, euch gefällt das. Am Anfang habe ich erst so gedacht, naja, ob das was wird hier mit dem Bauen und ob ich da auch die Ideen zu habe, aber wer mich kennt, Ideen habe ich immer. Aber dass dann doch so viele auch Spaß haben, mir da zuzugucken, vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid super. So, hallo? Ja, Wetter ist ja momentan auch sehr, sehr bescheiden, muss ich dazu sagen, denn, kann sich auch nicht richtig entscheiden, ob warm oder kalt. Oh, guck mal, die werden wir erstmal einkreisen gleich. Hui. So, ja, das sieht doch supi aus. Das sieht ganz toll aus. Und, ich würde sagen, mit den tollen Bildern würde ich mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge Minecraft. Und dann denke ich mal, dass wir hier die Rückwand soweit fertig machen, soweit fertig bauen. Und, mal schauen, was das auch im Endeffekt nachher wird. Müssen wir mal gucken. Also, macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.